So, und damit herzlich willkommen zu einer ganz neuen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Blöckrober. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute habe ich euch mal wieder eine richtig verrückte Mod mitgebracht, denn heute möchte ich euch die Bad Ores Mod zeigen. Eine Mod, die richtig, richtig viele Erze in eure Welt hinzufügt, die allerdings euch mehr oder weniger trollen sollen. Ja, eine unglaublich lustige Geschichte. Diese Erze haben wir schon zum Teil in anderen Videos gesehen gehabt, aber wir haben die noch nie wirklich besprochen. Und ich habe jetzt sämtliche Erze mal hier ausprobiert und es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Die haben mich so in den Wahnsinn getrieben. Ja, denn wir haben hier unter anderem Erze, die ganz merkwürdige Geräusche abspielen. Wir haben hier Erze, die irgendwelche Sachen spawnen. Wir haben hier Erze, die zum Teil so unheimliche Geräusche von sich geben, dass ich wirklich Gänsehaut hatte. Ja, man teleportieren uns random durch die Gegend. Es ist einfach, wie gesagt, einfach nur nervig. Und diese werden wir heute uns ganz genau anschauen. Hier unser kleiner Lumpi ist im Übrigen auch dabei. Der möchte sich diese auch mal geben, ne? Zumindest habe ich ihn gezwungen. Okay. So, ich habe hier, wie gesagt, ein bisschen was aufgebaut. Wir werden jetzt sämtliche Erze hier ausprobiert und ich habe ein bisschen Angst. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt auf der linken Seite an. Okay, gut. Das hier ist das erste Erz, das sogenannte Amadeum-Erz. Basierend natürlich auf Wolfgang Amadeus Mozart vom Namen her. Und das spielt richtig verrückte Sounds ab. Gerade mal mein Ohr hier ans Erz gelegt. Und das kann tierisch nervig werden, gerade wenn man in einer Höhle unterwegs ist und man kann es einfach nicht ausstellen, es sei denn, man baut diese Dinge ab, dann wird dieser Sound erloschen und das ist, ja, das ist so nervig, einer der nervigsten Erze überhaupt. Ja, aber man kann aus diesen Erzen auch eine, ja, eine ziemlich interessante Rüstung zusammen craften und schaut euch mal diese Designs an. Hier haben wir einen Notenschlüssel als Schwert und weitere Noten, die wir hier als Tools verwenden können. Eine Notenschaufel, wir haben hier ganz verrückte Notenhose und so weiter, haben sogar eine Rüstung und selbst der Helm, der besteht aus zwei Noten. Das ist so abgefahren. Allerdings, wenn man diese angezogen hat, dann wird ebenfalls diese komische Melodie abgespielt. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde diese Rüstung nicht craften wollen. Aber gut, naja, wem gefällt's, ne? Es geht direkt weiter mit dem Balancium Ore. Ihr seht es schon da oben. Die Anzeige ist jetzt schon ziemlich nervös. Ich werde das Ding einfach mal abbauen. Und wir bekommen einfach mal random Stuff hier einfach mal eingesammelt. Wir haben jetzt hier 2 Smaragde, 9 goldene Äpfel, 2 Eiseningels, 3 Netherquarz. Hier haben wir noch ein bisschen Gold, ein paar Diamanten. Und Kohle, geil. Genau das, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Cool. Ja, das Ding ist ziemlich selten. Solltet ihr euch auf jeden Fall abbauen, denn ihr bekommt immer diese komischen Dinger hier. Also damit kann man sich auf jeden Fall um einiges bereichern. Es geht direkt weiter. Ich hoffe, dass ich das nächste Erz richtig ausspreche. Das sogenannte Beryllygenrite. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist komplett falsch ausgesprochen. Es tut mir leid. Es ist so selten, dass der Modder sich überlegt hat, gut, es ist so selten, wir geben diesem Erz gar kein Feature. Damit kann man einfach nichts machen, weil es so selten ist. Nach dem Motto, sie haben es selber irgendwie nicht gefunden oder so. Auf jeden Fall eine ziemlich komische Geschichte. Einfach abbauen, ihr könnt damit irgendwie ja, diesen Deko-Block hier mit erzeugen. Ja, das ist ziemlich dämlich. Dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Erz. Und zwar haben wir jetzt das Appetite-Erz. Das würde ich auf jeden Fall hin und wieder mal abbauen wollen. Gerade wenn ihr Hunger verspürt. Solltet ihr Hunger haben und das Ding abbauen, könnt ihr euch demnach aufladen. Ziemlich praktisch, ziemlich genial. Einfach abbauen und sich wohlfühlen. Geil, obwohl es besteht auch Sand. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so ein Sandfreund. Also ich würde jetzt nicht Sand essen wollen, aber das ist, naja, gut, es hilft aber anscheinend. Haben wir als nächstes das sogenannte Brachium-Erz, auch schon des Öfteren gesehen gehabt. Bloß nicht abbauen, denn dann wird eure Spitzhacke direkt kaputt gehen. Wow, großartiges Kino. Ist so bescheuert. Lumpi, hast du das gesehen? Wahrscheinlich nicht. Der ist, glaube ich, hier durch diese Fledermaus hier abgelenkt. Okay, von mir aus. Das funktioniert ja auch mit der Eisenspitzhacke, also ist nicht bescheuert. Weil ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Ich habe hier zumindest für Ersatz gesorgt. Okay, es geht direkt weiter. Ja, cool, gehen wir ein bisschen zur Seite. Als nächstes haben wir das sogenannte Kopper-Erz. Auch so eine Art Parodie, denn es gibt wirklich gar keine Erzmod ohne Kopper. Mit wirklich jedem Erz, mit jeder Erzmod ist immer, das ist immer ein Kopper dabei und demnach wurde auch Kopper hier in diese Mod hinzugefügt. Das ist der einzige Grund, warum es dieses Erz hier in dieser Mod gibt. Damit kann man auch einen Deko-Block erstellen. Wir können damit auch einiges an Rüstungselemente hier zusammen craften, die ja so halbwegs in Ordnung sind. Ich werde die einfach mal hier anziehen und ihr seht schon, ja, wir haben so ein Drittel von der Rüstungsleiste hier aufgefüllt bekommen. Naja, ist jetzt nicht so spektakulär. Ich werde sie direkt mal hier ausziehen. Am Anfang haben wir ja eher die unspektakulären Erze, die richtigen hammermäßigen Dinger kommen erst zum Schluss dran. Haben wir als nächstes 2 sinnfreie Erze, unter anderem Crappium, quasi das Aporett aus dieser Mod. Nein, das war nur ein Scherz. Bitte nicht allzu ernst nehmen. Einfach mal abgebaut. Das kann man theoretisch auch in einen Ingot verwandeln und dann kann man quasi hier eine richtig hässliche Rüstung zusammenbauen, die
Wer hätte das gedacht? Nur 2 Rüstungspunkte einem hinzufügen. Komplett sinnfrei, sieht ziemlich hässlich aus. Wir haben hier ein Schwert mit insgesamt 4 Attack Damage. Also ist das Ding ist eher praktisch, um es wegzuwerfen, ne? Okay. Dann haben wir als nächstes das sogenannte Crashium-Erz. Und da müsst ihr tierisch aufpassen, denn ich habe das vorhin abgebaut und meine Minecraft-Version ist in, ja, wenigen Minuten quasi dann abgeschmiert. Also ich werde es trotzdem mal zur Hand nehmen und wir haben da unten schon eine Nachricht bekommen. Man kann quasi sich mit diesem Erz unterhalten. Da steht es auch schon. Oh shit. Also es ist echt bescheuert. Und ich muss dazu sagen, ich muss mal ganz kurz in den kreativen Modus. Es ist so dämlich. Man bekommt, wenn man diese Mod installiert, bekommt man hier dieses Büchlein zugesteckt. Ich werde das direkt mal hier aufrufen. Und hier steht zu dem Crashium-Erz, was ganz abgespaced, dass dieses Erz für Höheres bestimmt sei, für eine höhere Form der Existenz, weil unsere Materie viel zu trivial bzw. einfach wäre und es versucht, Probleme zu lösen, beziehungsweise hier antideterministische, abstrakte, varidimensionale Multiversen und alter Schwede, ich weiß nicht, was man genommen haben muss, um auf so einen Text zu kommen. Wie gesagt, Minecraft ist da irgendwie abgeschmiert, als ich dieses Erz abgebaut habe. Ich werde trotzdem hier mal dieses komische grüne Ding anziehen. Sieht so aus, als wären wir irgendwie in so ein, weiß nicht, sehen aus, als wären wir so eine Art Bodenranke oder sowas. Das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Werden wir ganz kurz wieder aus dem kreativen Modus rausgehen. Haben ein bisschen was an Rüstungselementen bekommen und werden die ganze Zeit von diesem Erz zugetextet. Wow! Das ist so bescheuert. Es ist wie gesagt eher so eine Mod, um auch andere Mitspieler oder euch eigentlich zu trollen. Deswegen müsst ihr tierisch auf diese aufpassen. Als nächstes haben wir Fake Diamond. Ja, Diamanterz, was zum einen auch so heißt und so aussieht wie das normale Diamanterz, einfach mal abgebaut und man bekommt sogar einen Diamanten, der allerdings nicht echt ist. Das erkennt man auch an der ID. Hier haben wir jetzt eine ID von 4096 und das ist wirklich schwer suspekt. Das normale Diamant hat eine ID von 264. Daraus kann man auch wie gewohnt einen Diamant via so eine Art Deko-Block hier zusammenbauen und man kann auch eine komplette Rüstung, eine Fake-Ausrüstung und auch Fake-Tools hier zusammencraften. Hier seht ihr so ein bisschen den Vergleich. Hier oben, hier unten ist die Fake-Ausrüstung, hier ein Diamantschwert mit 4 Attack-Damage, während das normale 7 Attack-Damage euch bereitet. Ich werde direkt mal hier die Fake-Diamant-Schaufel nehmen und ihr seht schon, dass es ziemlich lange dauert, um so einen Erdblock abzubauen und gleichzeitig, kann man es nur zweimal einsetzen. Es ist so bescheuert. Ich werde mal ganz kurz hier die Fake-Rüstung anziehen und dann seht ihr auch, dass man auch nur hier auch in dem Fall wieder 2 Rüstungspunkte lediglich bekommt. Also von daher, es ist kompletter Murks, damit kann man auch eher seine Mitspieler ein bisschen auf die Eier gehen. Ja, beziehungsweise diese damit nerven, einfach mal die Diamantrüstung in einer Kiste einfach mal austauschen. Als nächstes, jetzt wird es richtig spektakulär, hier ist ein bisschen was kaputt gegangen. Das liegt an diesem Erz, das sogenannte Explodemite, was einfach mal in die Luft gehen kann. Einfach abbauen, den Mitspieler einfach unter das Haus platzieren und einfach warten, bis er schreit. Das könnte ziemlich lustig werden. Als erstes kommen wir aber zum sogenannten Enderite. Ein Erz, ja, das ist ziemlich gefährlich. Solltet ihr das abbauen, werdet ihr nämlich in den Himmel teleportiert. Ja, ihr habt richtig gehört, ich werde das mal abbauen und ich hoffe, dass ich schnell genug in den kreativen Modus wechseln kann. Und wow, Hilfe, Moment. Ja, hier. Warum? Oh, ihr seht auch schon, wie viele Erze wir noch vor uns haben. Es ist so bescheuert. So, Moment, ganz kurz mal hier Zeit nochmal auf Tag gestellt. Fliegen wir nochmal ganz geschwind zurück. Aber das war noch längst nicht alles. Ihr könnt es tatsächlich abbauen und ihr könnt daraus sogar eine Rüstung craften. Solltet ihr diese allerdings angezogen haben, kann es mal passieren, dass ihr random, habe ich hier, ja, ihr seht es hier bereits, ich bin froh, dass ich im kreativen Modus bin, dass ihr random irgendwo hin teleportiert werdet. Und ich bin fast ausgerastet. Ich habe das gestern Nacht alles vorbereitet und ich werde schon wieder einfach random irgendwo hin teleportiert. Ich muss das Ding unbedingt ausziehen. Das geht wirklich gar nicht. So, Moment, einfach hier mal alles wegschmeißen, was den Titel Enderite trägt, weil das ist wirklich, da wird man echt kirre. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht craften oder man könnte eventuell so eine lustige Challenge rausmachen, aber es ist wirklich richtig dämlich. Selten so ein Erz... Also es ist... Warum? ich bin vorhin so Hallo, was habe ich? Habe ich hier noch... Ernsthaft jetzt? Okay, ich weiß nicht, was das eben gerade war. Scheinbar hatte ich noch irgendwas im Inventar. Okay, Lumpi, also bloß nicht irgendwie dran lecken oder so, nicht, dass du dann auch irgendwie dort oben hingespawnt wirst. Nein! Okay, wir gehen direkt mal weiter. Hab gerade die Map neu geladen. Jetzt haben wir hier das Explodemite. Das hat mir eben gerade schon gesehen gehabt. Einfach mal abbauen. Man kann es theoretisch auch so abbauen, ohne dass es explodiert, wie man hier sehen kann. Irgendwo am besten unter das Haus von einem Mitspieler einfach packen und der wird sich sicherlich bei euch bedanken. Okay, dann haben wir als nächstes das sogenannte Fleecenite. Das hatten wir auch schon öfters in anderen Videos gesehen gehabt. Einfach mal auf dem Boden platziert. Das rennt einfach weg, wenn ihr es abbauen wollt. Und ja, ihr müsst es quasi
jagen. Und das sieht richtig lustig aus. Das bewegt sich auch richtig lustig. Das humpelt so ein bisschen hier umher. Geh mal ein bisschen... Nein, geh jetzt mal... Warte mal, ich werde am besten noch ein paar hier hinspawnen. So, zack, zack. So, auf dem ersten Anschein sehen die ganz normal aus. Aber... Fass, Hotdog, Fass, Lopi. Guck mal, der will das echt bekämpfen. Das ist ja cool. Sehr gut gemacht. Dafür kriegst du gleich noch einen Knochen. So, du kannst gerne... genau, dann haben wir als nächstes das sogenannte Ghostium-Erz. Wenn wir natürlich direkt mal abbauen. Wir können es allerdings nicht einsammeln. Ah, es ist so bescheuert. Es liegt ja am Boden und wir können es einfach nicht in unser Inventar packen. Dafür kann man natürlich auch keine Ingots daraus schmelzen oder so. Aber es ist komplett sinnfrei. Ich weiß nicht, warum das hier... Das ist so dämlich einfach. Dann haben wir als nächstes I'd Like a Bite Erz. Einfach mal abgebaut und ihr seht schon, dass wir jetzt ein paar, wenn wir jetzt nicht im Peaceful-Modus sind, dass wir ein paar Hungerkeulen verlieren. Quasi das Gegenstück von dem Appetite Ore. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ich werde ganz kurz mal hier hinrennen, dann können wir das uns ebenfalls nochmal genauer anschauen. Einfach mal abgebaut und damit können wir uns ganz einfach wieder aufladen. Geil. Okay, aber wie gesagt, Sand ist jetzt nicht so mein Fall. Also ich würde jetzt nicht Sand irgendwie essen wollen und naja. Gut, dann haben wir jetzt nächstes. Ah, es macht so einen Spaß, man wird wirklich ununterbrochen getrollt. Und wie gesagt, die heftigsten Sachen haben wir ja noch. Dann haben wir jetzt nächstes das sogenannte I Won't Fight Erz. Dieses Ding, es hat mich schon so oft in den Wahnsinn getrieben, denn ich hatte das in einem anderen Video in einer anderen Serie einfach mal in einer anderen Serie mal eingesammelt gehabt. Jetzt habe ich es hier in meinem Inventar und nun kann ich niemanden mehr angreifen. Lumpi, wo bist du denn? Hier, ihr seht es schon, ich kann unser Hotdog kann ich jetzt quasi hier, das Ding kann ich quasi gar nicht mehr bekämpfen. Es geht einfach nicht. Ah, und ich dachte, das lag irgendwie an einer anderen Mod und habe 2 Stunden lang nach dem Fehler gesucht, bis ich gemerkt habe, dass ich hier ein Erz in meinem Inventar habe, was es einfach diesen Angriff blockiert. Mann! Also so viele Stunden schon, das ist einfach so nervig. Das nächste ist ebenfalls nervig, das sogenannte Kekorite-Erz, ebenfalls ein Troll-Erz, abgebaut, bloß nicht zu nah rangehen, denn dieser spawnt ziemlich nutzloses Zeug, und zwar so viel, dass euer Inventar direkt zugemüllt ist. Ihr könnt da quasi nichts mehr einsammeln, ihr müsst erstmal diese Sachen hier loswerden, und das könnte ziemlich nervig sein. Ah, ihr könnt damit noch nicht mal irgendwie irgendwelche Tools zusammen craften. Es geht einfach nicht. Oh. Okay, als nächstes haben wir das sogenannte Killium-Erz. Das solltet ihr ebenfalls nicht abbauen, beziehungsweise ihr könnt es zwar abbauen, dann passiert noch nichts. Ihr bekommt ein Achievement. Solltet ihr das allerdings eingesammelt haben, kann es irgendwann dazu führen, dass ihr einen Herzinfarkt in Minecraft bekommt und demnach direkt drauf geht. Ist mir auch schon offscreen bei einer anderen Serie passiert gehabt, als ich mich noch nicht mit dieser Mod auseinandergesetzt habe. Ich hatte das dabei und bin irgendwann draufgegangen. Deswegen werde ich das Ding jetzt wirklich nicht einsammeln wollen. Also ihr könnt es schon einsammeln, aber ihr solltet das auf jeden Fall nicht allzu lange in euer Inventar haben, weil sonst geht ihr irgendwann drauf. Als nächstes haben wir das sogenannte Light-Erz. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Das ist lediglich ein Erz, so ein bisschen wie Glowstone. Das fügt ebenfalls einfach nur so ein bisschen, ja, so ein kleines Lichtchen hier hinzu. Ja, ist ziemlich praktisch. Könnt ihr natürlich auch abbauen und woanders hinsetzen. Leuchtet so ein bisschen den Weg. Okay, dann haben wir als nächstes dieses komische braune Ding, was ziemlich unappetitlich aussieht, wenn ihr mich fragt. Ja, das sieht ziemlich ekelhaft aus. Einfach mal abgebaut. Daraus können wir theoretisch so ein Ingot hier generieren und daraus können wir ein Brot zusammenstellen. Und dieses Brot sorgt dafür, dass ihr ein paar Hungerkeulen bekommt. Ich habe das vorhin mal ausprobiert gehabt. Es ist jetzt aber nicht so spektakulär. Man bekommt jetzt nicht wirklich irgendwelche großartigen Effekte. Es geht direkt weiter mit dem Meteorite-Erz. Das ist richtig lustig. Ich werde direkt mal 2 abbauen und dann schauen wir mal in den Himmel. Gleich müsste irgendwas vom Himmel runterfliegen. Mal gucken, seht ihr? Ja, da passiert es auch schon. Es fliegt einfach mal Netherrake vom Himmel. Ich glaube, es sieht so aus, als hätte die Frau Holle irgendwie Durchfall oder sowas. Obwohl, na, ganz ehrlich, ich glaube, da müsste ihr auf jeden Fall mal zum Arzt gehen. Nee, komm, das ist einfach ekelhaft. Ich glaube, ich belasse es einfach mal dabei. Und ja, ziemlich interessant, damit kann man einige Blöcke hier spawnen. Okay, dann können wir jetzt direkt weiter mit dem Mislidium. Auch ein ziemlich interessantes Erz. Solltet ihr auf jeden Fall... Ach, guck mal, hier sind sogar Steine runtergefallen. Ah, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, ich glaube, es wird Regen geben. Die Steine fliegen tief. Auf jeden Fall, wenn man das hier abbauen sollte, bekommt man hier einige sinnfreie Tipps. Hier unter anderem, dass man da irgendwelche Chain-Leggings, dass man da irgendwelche Rüstungselemente bei einem gewissen Punkt finden kann. Das ist natürlich vollkommener Käse. Das stimmt einfach nicht. Das soll euch einfach nur verwirren. Auf jeden Fall solltet ihr euch nicht die Mühe machen und dorthin reisen und diese Items hier suchen. Das bringt einfach nichts. Okay, haben wir als nächstes das sogenannte Movium-Erz. Einer meiner Lieblingserze, denn das könnt ihr nicht abbauen. Das ist ganz im Gegenteil, das bewegt sich hier quasi... Wo ist es jetzt? Es ist hier. Es setzt manchmal ein paar Blöcke und verschwindet irgendwann. Also es bewegt sich quasi hier irgendwie durch einige Blöcke. Das ist irgendwie komplett sinnfrei. Ah, hab das Gefühl, es ist irgendwie Herbst, ne? Weil es die ganze Zeit am Regnen ist. Na gut, okay. Als nächstes, dieses Erz. Ganz ehrlich, es hat mich so in den Wahnsinn getrieben, als ich diese blöde Map hier aufgebaut habe. Solltet ihr dieses Erz einsammeln, beziehungsweise sogar eine Rüstung draus gecraftet haben, dann verliert ihr diese. Die wird einfach aus eurem Inventar gedroppt. Also das ist so bescheuert. Ich kann das direkt mal hier demonstrieren.
demonstrieren. Ganz schnell hier mal in mein Inventar gepackt, ganz schnell mal angezogen. Ihr seht schon, ich habe schon einige Sachen verloren. Einfach mal hier die Ansicht geändert. Und ihr seht schon, wenn ich das jetzt hier anhabe, dass ich nach und nach, ich drücke wirklich gar nichts, dass einfach die Kleidung von mir fällt. Warum auch nicht? Jetzt der Helm, mal gucken, ich werde hier... Ja, da auch die Chestplate, also das wird random, verliert ihr immer irgendwas. Jetzt auch die Hose. Und ja, also sowas, wenn es sowas in echtem Leben geben würde, also ich würde es, glaube ich, meiner Bekannten schenken wollen. Was? Nee, das klang jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Das tut mir leid. Ja, also das solltet ihr, ich weiß nicht, auch komplett sinnfrei. Weiß ich nicht, würde ich nie im Leben zusammenbauen wollen. Okay, es geht direkt weiter. Als nächstes haben wir dieses Ding hier. Darauf solltet ihr euch auf jeden Fall in Acht nehmen. Dieses Erz lässt ziemlich viele Sachen spawnen. Ich muss da auch gleich die Map neu laden. Einfach mal hier ans Abgebaut. Und ihr seht schon, das wird hier... Ach, guck mal, jetzt ist hier kein Feuer gespawnt. Das ist natürlich praktisch. Normalerweise würde hier auch so ein Zombie-Pikmin generiert. Und wir, ja, also wie gesagt, wird hier so ein bisschen Netherrack wird hier mit aufgebaut. So, und ihr hört es schon bereits. Das sogenannte No Sleep Tonight. Auch ein richtig lustiges Wortspiel eigentlich, weil Erze hören ja theoretisch... Also auch echte Erze oder echte Rohstoffe hören ja teilweise mit Night auf. Und jetzt ist das hier auch mit eingebaut. No Sleep Tonight. Und ich werde es mal direkt abbauen und ihr seht schon, was passiert. Normalerweise werdet ihr sogar angegriffen. Warte mal, ich werde mal ganz kurz nochmal hier in den Peaceful-Modus gehen. Und ihr seht schon, dass... Wieso sehen sie nichts? Dieses Ding soll euch eigentlich verfolgen. Warte mal, das hat jetzt mal wieder wunderbar funktioniert. Na? Hallo? Hallo, wieso greifst du mich nicht an? Naja, auf jeden Fall sieht das ziemlich ekelhaft aus. Und man hört richtig fiese Sounds. Und ich hatte das um 2 Uhr nachts ausprobiert. Und ich habe solche Gänsehaut bekommen. Man hört solche Kinder, die irgendwie schreien. Und oh, es ist so gruselig. Oh, es ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Wir bekommen natürlich Blindness für ungefähr 10, 15 Sekunden. Und wir werden quasi angegriffen. Ihr solltet tierisch vor diesem Ding aufpassen. Das ist so nervig, auch vom Lärm her. Ihr könnt diesem Lärm auch umgehen, indem ihr einfach die Musik, den Master Volume auf Off stellt und wieder auf 100%. Dann ist dieser eklige Soundtempo erst mal wieder ausgeschaltet. Oder? Ich höre nichts mehr. Das ist perfekt. So, oder ich habe einen Hörsturz. Ich weiß es nicht. Als nächstes, ich hoffe, dass ich nichts ausgelassen habe. Ne? Wenn ja, dann tut es mir echt leid. Wie viel Attack Damage macht eigentlich dieses Schwert, was wir gar nicht mitnehmen können? 5 Attack Damage. Wow. Es wäre cool, wenn wir da 20 Attack Damage hätten, weil wir es ja sowieso nicht behalten können. Naja. Dann haben wir als nächstes das sogenannte Polite. Polite ist Englisch und steht für höflich. Das höfliche Erz. Einfach mal abgebaut und das Erz bedankt sich, dass ihr es abgebaut habt. Ich meine, sowas soll es ja auch mal geben. Ne? Es ist so bescheuert. Wie kommt man auf so eine geile Idee? Das ist so geil. Okay, einfach mal hier im Übrigen auch das Polite Sword einfach mal hier mitgenommen. Und wenn ich jetzt irgendeine Kuh oder so schlagen sollte oder einen anderen Mob, dann bedankt sich das Schwert ebenfalls, dass man es für diese Attacke verwendet hat. Vielen Dank für diesen Hit. Das ist so cool. Zack, bum, pow. Das Ding ist voll motiviert irgendwie und steht voll auf eurer Seite. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Lol. Okay, das war ein Fail. Egal. So, okay, wir kommen direkt zum nächsten Erz. Das war natürlich noch längst nicht alles. Das nächste Erz ist jetzt nicht so spektakulär. Das sogenannte Painted White Erz. Das droppt lediglich ein bisschen Bone Meal, aber das war's. Es geht direkt weiter. Dann haben wir hier als nächstes... Ja, ein Erz. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Wir können es auf jeden Fall nicht abbauen. Alter, die Snopion, das... Boah, jetzt... Kannst du das nicht irgendwie wegbringen? Kannst du es nicht einfach machen? Ist egal. Das Erz, können wir nicht abbauen. Es geht einfach nicht. Wir können eher sogar Blöcke abbauen, die unter diesem Erz liegen. Also ich werde jetzt hier mal hinziehen und ihr seht schon, dass ich jetzt die Erde darunter abgebaut habe. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Es ist so dämlich. Es ist komplett sinnfrei und vor allen Dingen kann man das im kreativen Modus irgendwie gar nicht mehr abbauen. Wow! Also müsst ihr tierisch aufpassen. Als nächstes haben wir das sogenannte Smite-Erz. Ziemlich gefährlich. Ich werde mich direkt mal hier nochmal ein Steak reindrücken, denn ich bin hier im Peaceful-Modus hoffentlich. Nein, bin ich nicht. Mit diesem Erz könnt ihr eventuell einen Blitz auslösen. Einfach mal abgebaut und Moment... Na, passiert es überhaupt im Kreativ... Ja, es ist passiert. Es ist so sinnfrei. Es ist gut, es sind ein paar Wolken am Himmel. Aber warum? Woher kommt auf einmal dieser Blitz? Und das ist noch nicht mal das Schlimmste an diesem Erz. Denn ihr könnt damit auch eine Rüstung zusammen craften, die regelmäßig einen Blitz auslöst. Beziehungsweise damit könnt ihr regelmäßig von einem Blitz getroffen werden. Moment. So, einfach mal direkt angezogen. Dann mal ganz kurz abgewartet. Da! Das ist so... Warum? Ah, Hilfe! Schnell! Nein, Lumpi! Oh nein, 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 nein. Unser Lumpi brennt. Unser kleines Hotdog. Warte. Geh aus. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich meine, du stirbst schon in Schmutz in jeder Folge. Also, nein, hier, komm. Friss das Steak hier. Komm, da. Zack, zack, zack. Ah, ich liebe dieses Hündchen. Das ist so niedlich. Kommt natürlich nicht aus dieser Mod. Das ist eine andere Mod. Aber egal. Dann kommen wir direkt zum nächsten Erz. Und zwar haben wir jetzt das sogenannte Street Scum Erz. Das Ding hat mich auch schon öfters in den Wahnsinn getrieben. Denn damit verliert ihr die Hälfte aus eurem Inventar. Hier Vorher-Nachher-Bilder. Das ist unser Inventar nun. Jetzt einfach mal abbauen und ihr seht schon, dass wir nun hier ein paar Spitzhacken verloren haben. Ich werde es direkt nochmal ausprobieren. Da! Direkt hier, ich weiß gar nicht, was hatten wir jetzt? Hier hatten wir irgendwas, hier hatten wir auf jeden Fall eine Eisenspitzhacke. Ja, er verliert auf jeden Fall einiges. Ja gut, vielleicht nicht ganz die Hälfte, aber
Also einige Elemente. Auf jeden Fall bitte aufpassen. Das könnte euch auf jeden Fall die Stimmung in Minecraft vermiesen. Okay. Vermiesen kann euch auch dieses Erz hier, das sogenannte Tauntium. Und vielleicht hört man es sogar. Und zwar werden hier random irgendwelche Mob-Sounds abgespielt. Warte mal, ich muss gerade mal etwas hier die Lautstärke etwas erhöhen. Ja, doch, es funktioniert sogar. Das sind nicht nur Sounds aus dem aus der Oberfläche von Minecraft. Also es sind nicht nur Sounds aus dieser Dimension. Es können auch Sounds aus dem Nether sein, also Ghast-Sounds oder irgendwelche anderen Sounds. Da hat man es auch schon gehört. Würde ich eventuell sogar abbauen wollen und einfach mal bei einem Mitspieler verstecken wollen, weil das könnte tierisch einen auf die Nerven gehen, weil da hört man hin und wieder auch mal so einen Creeper zischen und man hat tierisch Sorge. Ist mir sogar hier schon öfters passiert, dass ich dachte, hinter mir wäre irgendwie ein Creeper, obwohl das einfach nur dieses Erz ist. Das ist so richtig böse, gerade in der Höhle. Gut, dann haben wir als nächstes Cobblestone. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär, einfach Cobblestone in einer anderen Form. Also hier ist das normale Stein und hier haben wir Cobblestone, mit, also das ist eher sinnfrei. Okay, wir kommen direkt weiter zum nächsten Erz. Jetzt haben wir das sogenannte Unobtainium-Erz. Das können wir einfach nicht abbauen. Das sieht nicht nur ekelhaft aus, wir können es einfach nicht abbauen, komplett sinnfrei. Sinnfrei ist auch dieses Erz hier, es steht sogar im Namen hier, Uselessium. Das können wir zwar auch abbauen, wir können daraus sogar ein Ingot schmelzen, ziemlich hässlich, damit kann man aber nichts anstellen. Es geht direkt weiter mit dem nächsten Erz, das ist wieder richtig interessant, das sogenannte Wanna-Fight-Erz. Solltet ihr es abbauen, bekommt ihr einige Herzen abgezogen, aber dafür ein Eisenschwert, welches zur Hälfte abgenutzt ist. Wow, ganz ehrlich, das kann man doch nicht mehr, bei eBay reinstellen, so abgenutzt ist das. Das kann man maximal irgendwie auf den Sperrmüll packen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, ne? Ja, da wundert sich auch unser Lumpi hier, ne? Okay. Es geht direkt weiter mit dem nächsten, und zwar haben wir jetzt den sogenannten Want a Ride Erz. Ja, zu Deutsch, möchtest du reiten? Ah, warum auch nicht? Einfach mal abgebaut und wir bekommen hier ein Schwein mit einem Sattel. Und da können wir uns quasi einfach mal draufsetzen. Und das kommt aus jedem Erz hier hervor. Ja, ist ganz lustig, ist eher so eine Namensspielerei, es gefällt mir. Da kommen wir direkt zum nächsten Erz, und zwar haben wir jetzt das sogenannte Website. Hatten wir auch schon in anderen Videos gesehen gehabt, ich werde es jetzt nicht abbauen, weil dann wird sich Minecraft minimieren und es öffnet sich eine Internetseite. Ziemlich nervig als nützlich, es ist auch wieder eigentlich so ein Trollerz, also es sind eigentlich fast nur Trollerze dabei, kaum nützliche Erze, es soll euch einfach nur nerven. Man kann das eventuell auch als Challenge sehen, dass man einfach mal versucht, sämtliche Erze hier in Minecraft zu farmen, die diese Mod hier bereithält, also die man überhaupt bekommen kann, ne? So, hier haben wir auf jeden Fall das Website. Erz ist jetzt nicht so spektakulär, ich werde es auf jeden Fall nicht abbauen. Dann haben wir jetzt zum Schluss noch den sogenannten Zombie-Head. Sehr interessant, hatten wir auch schon öfters in einem anderen Video gesehen gehabt. Ich habe das hier mal versucht abzubauen. In einem Buch oder in diesem Buch steht, dass man es eventuell abbauen kann, dass es aber eine halbe Ewigkeit dauert. Ich saß jetzt ungefähr 20 Minuten oder so, habe ich nur auf dieses Ding random rumgekloppt und es ist nichts passiert. Und ich glaube auch nicht, dass man es abbauen kann, weil es gibt auch keine spezifischen Tools, die man daraus craften kann. Deswegen denke ich mal, dass man eventuell, wenn man wirklich sehr lang wartet, maximal so einen Zombie-Kopf bekommen kann. Aber das war's dann auch. Aber ob es sich lohnt, ob es überhaupt funktioniert, das kann ich euch nicht sagen, weil ihr seht es hier schon, also es passiert einfach nichts. So, was haben wir hier noch in der Kiste? Irgendeine Belohnung? Ach, guck mal hier, Kekse für alle dafür, dass ihr hier mit durchgehalten habt. Ich bin aber auf strengster Diät und demnach werde ich hier mich mit dieser Karotte begnügen müssen oder da hinten gleich nochmal ein bisschen Sand futtern. Das ist ja auch sehr nährreich, habe ich mir sagen lassen. Ja, es macht so einen Spaß irgendwie. Es gibt so viele Erze, die euch einfach so auf die Eier gehen. Habt ihr irgendwelche favorisierten Erze? Welches Erz gefällt euch am besten? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ja, ich weiß nicht. Ich finde alle irgendwie ein bisschen dämlich. Und ja, ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Ich hatte tierisch Spaß, auch diese Mod auszuprobieren. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Modifikation dann wiedersehen. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure großartige Unterstützung. Demnach war es das von mir. Das war der Lokopa mit der Bad Ors Mod. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.